Sie merkte, dass sie schwanger ist. So. Und dann hat sie angefangen, sich Gedanken zu machen. Wie werden die Mitmenschen reden? Meine Mitmenschen, wie werden reden? Was werden sie mit mir anstellen? Wie werden die Leute, Nachbarn reagieren? Sie hatte sich natürlich Gedanken gemacht. Und bei ihr im Moschee war jemand, der hieß Josef Zimmermann, Josef Najjar. Und dieser Josef Najjar, er war auch ein Gottesdiener. Aber manche Leute haben über ihn wirklich schlecht geredet. Manche Leute haben ihn beschuldigt, dass er wirklich den Maria das Kind gemacht hat. Und das stimmt aber nicht. Wir haben einen Hadith, der sahih ist, der vom Rasulullah gesagt worden ist. Dieser Yusuf, Zimmermann oder Schreiner oder auch wie immer, auf jeden Fall war im Moschee, der hat den Moschee quasi im Schuss gehalten. Hat immer versucht, den Moschee zu reparieren oder zu erneuern oder sowas zu reinigen oder wie auch immer. Wo er festgestellt hat, dass die Maria einen dicken Bauch hat. Man sieht, dass sie schwanger ist. Und wie gesagt, Maria alayhi salam und Josef, die waren in einem Raum, wo man gebetet hat. Wo man gebetet hat. Hat gesagt, ja Mariam, kann eine Pflanze aus Erde rauskommen ohne den Samen? Sie hat das sofort verstanden. Sie hat das sofort verstanden. Er meint damit, kann ein Kind entstehen ohne den Vater? Sie hat nicht darauf geantwortet. Sie wusste die Antwort nicht. Und sie ist rausgegangen. In den Freien. Von den Leuten. Weg. Und dann auf einmal, wo sie merkte, es ist Zeit gekommen, wo das Kind kommen muss, sagt sie, wäre ich lieber tot. Wäre ich lieber tot, ich habe das total vergessen. Warum wünscht sich dann Tod? Weil sie wusste ganz genau, die Leute werden reden. Die Leute werden sagen, wo hast du das her, Maria? Und du bist eine gute Frau und deine Eltern waren gute Menschen. Wie kann das so passieren? Sie werden sie beschuldigen. Und dann hat sie eine Stimme gehört unter einem Baum. Dieser Baum war Dattelnbaum. Und das wissen die viele Gelehrten, haben die gesagt, es ist ein Dattelnbaum. Und dann hat sie eine Stimme gehört unter ihr. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Allahu Azza wa Jalla wird das schon regeln. Und zieh an den Ast vom Baum. Die Früchte werden zu dir runterkommen. Und trink und ess und trink. Und bleib, wie du bist und bleib ruhig. Sollst du jemand danach, später, wenn du das Kind bekommst, nicht den Leuten ansprechen und sagen, ich bin am Fasten. Und Fasten ist damit gemeint, ich darf nicht mehr sprechen, ich habe mein Wort dem Allah Azza wa Jalla gegeben, dass ich nicht sprechen darf. Sie bekam das Kind, Isa alayhi salam, kam zur Welt. Sie ging zurück mit ihm zu ihrer Familie, zu ihrem Volk. Natürlich, wo sie das gesehen haben, fragten, ja Mariam, was du da gemacht hast, ist nicht normal. Ist undenkbar, was du da gemacht hast. Deine Eltern waren nicht so. Deine Mutter war nicht eine Frau von der Straße. Dein Vater auch nicht. Sie konnte sich selber nicht wissen. Sie hatten eins gemacht, mit Finger auf das Kind gezeigt. Mit Finger auf das Kind gezeigt. Die sind natürlich auch nicht dumm. Sie sagten, Maria, Mariam, wie können wir ein Kind, ein Säugling ansprechen, der gar nicht sprechen kann? Was redest du denn da? Und sie und der Junge, dieser Säugling, sprach, noch ein paar Tage alt,
Inni Abdullah. Ich bin ein Gottesdiener. Die waren erstmal erstaunt. Wie kann ein Säugling sprechen? Inni Abdullah. Der hat nicht gesagt, ich bin ein Prophet. Ich bin nicht ein Gott. Er hat gesagt, ich bin ein Abd. Ich bin ein Abd. Ich bin ein Gottesdiener. Und das noch, was wirklich ungewöhnlich, was noch niemals passiert worden ist. Ein Säugling spricht zu den Leuten und sagt, ich bin ein Abdullah. Und dann hat er auch zu denen gesagt, ich werde ein Prophet sein. Und meine Mutter ist unschuldig. Meine Mutter ist unschuldig. Und ich werde den Weg vom Allahu Azza wa Jalla gehen. Ich werde den Allahu Azza wa Jalla dienen. Und wenn ihr mir folgt, dann seid ihr auch auf den richtigen Weg und ihr werdet zum Paradies kommen. Aber diejenigen, die daran nicht glauben, die werden in die Hölle kommen. Und wir Muslimen sagen, Isa alayhi salam ist ein Prophet, ein Gesandter Allahs, alayhi salam, und seine Mutter, wirklich Al-Adra, alayhi salam, wa barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa ila liqa maratan ukhra, barakallahu fikum.